habe ich um 10 Uhr einen Zoom-Call mit einer sehr bekannten. Jetzt kam das Paket, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. So, was ist jetzt in 2 Minuten um 17 Uhr? Guten Morgen. Heute ein sehr spannender Tag, auf den freue ich mich wirklich sehr. Heute ist Mittwoch. Das Einzige, was heute nicht so schön ist, wir haben Tag 5, 6 und 7 vergessen, Sachen wegzuwerfen. Das heißt, 5, 6 und 7, das sind dann heute 5 und 6 und 11 plus 7, 18 Teile. 18 Teile müssen heute entsorgt werden. Das ist so ein bisschen der kleine Werbetropf, aber der Rest heute an diesem Tag ist sehr, sehr spannend. Ihr werdet dann auch noch gleich erfahren, um was es geht. So, dann kann der Tag beginnen mit einem Kaffee. Und zwar als erstes habe ich um 10 Uhr einen Zoom-Call mit einer sehr bekannten deutschen Filmproduktion. Keine Sorge, es geht nicht darum, dass jetzt, oh, es wird irgendwas verfilmt. Aber es ist unter anderem auch eine, die gerne mit mir arbeiten möchte. Also da gibt es noch nichts, aber es ist auf jeden Fall schön, so ein Kennenlernen. Ja, anscheinend ist heute der Tag der Pakete. Es kam schnell was Neues. Ich weiß ja schon, was drin ist. Noch den Deckel vor. Cool. Gefällt mir echt gut. Sehr schön. Für Briefumschläge, alles Mögliche. Wenn man auf Fotos das hinten drauf machen möchte, so für so eine Art Echtheitsstil. Gefällt mir richtig gut. So, und ansonsten muss ich jetzt hier gerade. Mache ich gerade den Musikschnitt für Folge 2. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer. Und zwar aus dem Grund, weil es gemischt ohne Musik schon so gut klingt, dass Musik das eher wieder wegnimmt. Deswegen ist es wirklich ein Probieren zu gucken, welche Musik passt. Sehr schwierig. Aber da sitze ich jetzt erstmal dran. Wenn ich nicht noch ein bisschen stempel. So, jetzt kam das Paket, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Und irgendwie ist es auch für euch. Ich hoffe, es stellt scharf. Ich habe endlich nach Monaten des Überlegens mir diese neue Sony ZV-1 gekauft. Eine spezielle Vlogging-Kamera. Der Vorteil ist, es hat ein unklappbares Display, weil ich sehe nie, was, ob ich wirklich im Frame bin, ob man mich sieht. Und damit möchte ich jetzt filmen. Jetzt guck es mir, pack es mal schön in Ruhe aus, guck es mir an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn die nächste spannende Sache, ist ein aufregender Tag, passiert genau in einer halben Stunde um 17 Uhr. Was das ist, sage ich euch gleich. Jetzt wird aber ausgepackt. Die ist schön klein. Also ich werde sie den gleich testen und wir werden es dann gemeinsam auch ausprobieren. Das mache ich aber jetzt ganz alleine. So, was ist jetzt in 2 Minuten um 17 Uhr? Dann habe ich einen Session-Link nach Berlin zu Tommy. Denn eine wunderbare junge Schauspielerin kommt zu Tommy ins Studio, Deria Flechtner. Und sie wird für mich einen Trailer einsprechen, und zwar für meinen Roman, weil ich geplant habe, wenn ich an die Verlage gehe, dass ich das genauso mache wie mein Hörspiel. Ich habe einen Videotrailer gemacht, der sozusagen das Buch anteast, und dafür habe ich Deria Flechtner ausgewählt, weil es von einem 15-jährigen Mädchen spielt, Juno, die auf einer Insel ist. Und
Mal sehen, vielleicht zeige ich euch einen Ausschnitt von dem Trailer. Mal gucken. Aber jetzt kommt gleich die Aufnahme mit Deria. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir noch nie zusammen gearbeitet haben. Und ich muss mal gucken, ich glaube, ihr Onkel ist Peter Flechtner. Ich weiß nicht genau, wie die Familie zusammenhängt, aber sie ist mit Peter Flechtner verwandt. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das kann nur richtig, richtig gut werden, weil Peter finde ich auch großartig und super. Das ist die andere zweite Sache, auf die ich mich jetzt wirklich eine Woche gefreut habe. Ich finde es immer wieder toll, mit neuen Schauspielern zu arbeiten und besonders auch mit so jungen Begabten. Das ist natürlich immer so zu gucken, hoffentlich klappt das Ganze auch. Das heißt, es natürlich kann es auch sein, dass man sagt, ach, es passt nicht, also nicht vom Spiel, sondern vielleicht doch nicht von der Stimme oder nicht richtig. Deswegen finde ich es sehr aufgeregt und bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Aber letztendlich klappt es dann immer und es wird immer genau richtig. Nun ja, also dann geht's jetzt los. Jetzt halt ihr so beide. Ja, jetzt. Hallihallo. Hallo. Hat Spaß gemacht. Tief in den Wäldern von Nordland, auf einer streng geheimen Insel. Dort verstecken wir uns. Mein kleiner Bruder, Mutter, Vater und ich. Niemand weiß, dass wir auf der Mitte des Sees leben, außer den Wächtern, die uns in die Wälder gebracht haben, als ich noch ein kleines Mädchen war. Das ist jetzt schon die dritte Einladung, die ich zu Clubhouse bekomme, der neuen App. Ich glaube, es ist eine Audio-App, dass ich daran teilnehmen soll. Das ist auch so cool. Und ich sag's aber ab. Also, ich finde es total nett, dass die Leute mich einladen, aber ich finde einfach nicht die Zeit, noch einen Social-Media-Kanal zu befüllen. YouTube und alles, Instagram und Facebook, das reicht mir mit dem der ganzen Arbeit, die ich tun muss, aber falls jemand von euch schon Mitglied ist oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, bei Clubhouse, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie eure Erfahrungen sind. Also es interessiert mich schon. Ich habe auch das Video gesehen von Kevin Hollywood, der auch darüber berichtet hat und sehr davon schwärmt und es sehr, sehr spannend findet. Und ja, wenn mir nicht die Zeit fehlen würde, würde ich sofort auch da mitmachen. Ja. Aber jetzt warte ich die ganze Zeit noch auf die Akkus, weil ich festgestellt habe, im Aufladen, damit ich endlich meine Kamera nutzen kann. Das war die ganze Zeit auf Rot und ich habe mir das fast gedacht, ich kann nicht per USB einfach so in so eine Steckerleiste reingehen, sondern ich muss tatsächlich ein Netzteil davor schalten, sonst kriegen die zu wenig Spannung. So, jetzt ist eine von den beiden Batterien schon grün, eine immer noch rot. Lustigerweise die Original-Sony-Batterie ist schon grün und die Baxter ist noch auf rot. Nun ja, und dann, was heißt eigentlich und dann? Also für euch ja jetzt gleich nach diesem Schnitt, werdet ihr das erste Bild mit der neuen Sony-Kamera haben. Das heißt, ich warte noch ein bisschen und für euch kommt jetzt das Bild von der Sony ZV-1. So, jetzt seht ihr mich über die Sony ZV-1. Ich habe sie noch nicht das Menü angeguckt. Ich habe kein Mikrofon oben drauf. Das ist jetzt der interne Ton von der ZV-1. Keine Einstellung, gar nichts. Einfach nur Akku rein, Speicherkarte rein und getestet. Ungefähr so das gleiche Licht, weil mich das genauso interessiert wie euch. Das heißt, ich werde das Ergebnis auch nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt mit 1080p aufnehmen oder schon 4K, was die Grundeinstellung war. Das werde ich dann danach tun und das dann versuchen zu verbessern. Ich werde jetzt nochmal zum Vergleich das gleiche Mikro wie von der... Sieht man die? Achso, das kann man auch einen Test machen. Kann der Produkttest? Tschung, ja. Also das Sony-Richtmikrofon oben draufschrauben
Das werde ich noch tun, bevor ich das alles einlade und mal gucken, wie es dann wird. Sehr spannend. Jetzt ist das Sony-Richtmikrofon oben drauf. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt besser klingt, ob es genauso klingt wie die allerersten. Und da ruft mich jetzt Tommy zurück. Da muss ich noch rangehen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Hier bin ich nochmal, weil ich habe gerade gemerkt, es war tatsächlich auf 1080 eingestellt. Jetzt ist es auf 4K. Jetzt kommt noch meine kleine Abschlussrede. Ich habe jetzt noch das Stativ unten reingeschraubt. Das war der erste Teil einer neuen Videoserie. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare rein, ob euch das Format gefällt, ob ihr weiter Interesse daran habt oder nicht. Das würde mich sehr freuen. Und das könnt ihr aber auch tun, indem ihr einen Daumen hoch gebt, dann weiß ich es auch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, weil ihr neu sein solltet, würde ich mich auch super über dein Abo freuen. Es wird jetzt mehr von dieser Art Videos geben. Und natürlich werde ich im nächsten Video noch mehr auf die Sony ZV-1 eingehen. Vielleicht mache ich auch mal einen Vergleich zwischen der Sony hier, der hier, und der ZV-1. Und ich werde jetzt mir das mal einladen und mal gucken, wie die Bild-Tonqualität ist. Eine Sache kann ich auf jeden Fall schon sagen, was immer bemängelt wurde bei der ZV-1, dass man viel zu nah dran ist. So, hier auf meinem Bildschirm finde ich es vollkommen in Ordnung. Ich finde den Abstand ziemlich gut, aber das wird dann der Langzeittest rausgeben. Und dann werde ich euch meine Meinung dazu sagen, ob ich euch das empfehlen kann oder nicht. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und bis ganz bald. Tschüss. Jetzt will ich mich einfach darum kümmern, die Einstellungen, alles. Warte jetzt noch auf den Tommy in der Zeit. Aber mit dem Mikrofon mit an oben drauf ist der Ton definitiv besser noch. Mhm.